Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, unser Zielpunkt, einer unserer Zielpunkte, aber eigentlich der eigentliche Zielpunkt liegt da hinten. Ich bin mir noch nicht sicher, doch da können wir runterspringen. Wenn es so ist, wie ich es mir denke, wird das wahrscheinlich wieder eine etwas längere Folge werden, weil wir ganz viele Leute killen müssen, nehme ich an. Wo ist mein Zielort jetzt? Leihe mir deine Augen. Hallo? Mein Zielort war weg. So, ich denke mal, das wird jetzt hier wieder Sperrzone. Ich muss da irgendwie rein. Ja, natürlich, natürlich, wie immer. Und es sind natürlich auch wieder gut Wachen, die da stehen. Entweder mal alle zusammen und weiß ich nicht was. Wie komme ich denn da rein? Keine Ahnung. Da könnte ich theoretisch hochklettern, oder? Da ist eine Wache, die mich dummerweise dann auch direkt anguckt. Komme ich da hoch? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, überall, wo diese Dinger hängen, kann ich doch hochklettern, oder? Oh, anscheinend nicht überall. Okay. Gut. Hier wäre eine Option, wo wir nicht... doch, Moment. Wir sind da drunter. Oder wir wären da drunter. Okay, die sind über uns. Der läuft unten herum. Waren Sie gestern zu spät? Eine Stunde? Es wäre mir ja gleich, wenn es nicht so oft vorkäme. Da käme ich auch hoch. Die Frage ist nur, würde der unten mich dann sehen? Da hinten muss ich hin. Wer den Angriff auf die Aufständischen anführte? Ich weiß. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Nein, wieso eliminiert er den nicht? Verarsch mich nicht. Ich stehe direkt daneben. Wieso kann ich den dann nicht automatisch eliminieren? Der guckt mich an, oder? Oder? Komme ich da überhaupt hoch? Moment, doch, hier käme ich hoch. Ja, guckt mich irgendwie an. Was ist mit dem anderen? Siehst du mich? Theoretischerweise, wenn ich da hochkommen würde. Und dann sieht der mich immer. Ich wollte gerade noch sagen, dann sieht der mich doch auf jeden Fall. Mann. Also, Moment. Da unten ist irgendwas mit dem Schlüssel. Da müssen wir auf jeden Fall rein. Ach du dämlicher Vollidiot, ganz ehrlich. Kannst mich mal. Finde Frieden, Krieger. Der braucht keinen Frieden zu finden. So, okay. Hier oben haben wir jetzt keine Wachen mehr, aber wir schnappen uns natürlich auch mal eben das, was hier in der Truhe drin ist. Ist nur ein Wurfmesser drin. Schade. Hätte ja mehr sein können. Unten ist jetzt einer direkt vor der Tür. Das war nicht so clever. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel.
Ja, Schlüssel ist schön und gut. Leite mich, Enkidu. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Kann ich mit ihm mal wieder nicht finden, ne? Hm? Ne, da ist nur die Truhe. Ich verstümmel dich Stück für Stück. Na, ich möchte da jetzt nicht angreifen. Sind sie zu zweit? Komm ich da hoch? Okay, Moment. Hinten steht einer. Jetzt läuft der natürlich hier komplett rum. Oh, wie blöd ist der. Okay, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Der hatte nur das Horn dabei. Brauchen aber eigentlich jemanden mit einem Schlüssel. Und das ist ja doof. Komm ich da hoch? Komme ich natürlich hoch, ich bin doch Assassine. Frage ist nur, wenn ich einen der beiden ausschalte, erwischt der andere mich dann? Hä, wie, ich habe keine Wieso habe ich keine Wurfmesser? Seid ihr dumm? Ich habe die ja noch nicht mal gebraucht. Warum ist der jetzt so aufmerksam da unten? Na, irgendwie bis da hinten komme ich anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ach so, da ist der da unten so aufmerksam, dass das noch der eine Typ ist. Geht das noch hier? Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privatraum an. Hör auf doch was, oder? So. Okay, dann haben wir die schon mal ausgeschaltet, weil so lässt sich auch immer besser suchen, finde ich, wenn man die Leute ausschaltet. Ich denke aber mal, dass wir die Antwort mit dem Schlüssel wahrscheinlich irgendwo drüben im Gebäude finden oder so, weil hier sehe ich jetzt so gar nichts. Ich weiß auch nicht, was das da... Ach nee, das ist, glaube ich, von der Tür, oder? Da ist auf jeden Fall noch ein Zettel unten. Vielleicht ist das ein Hinweis zum Schlüssel, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da ist auch noch eine Truhe. Oh, jetzt läuft er hier gerade rum. Da ist auch nochmal eine Truhe. Mir knurrt der Magen. Achso, ich dachte gerade, der kommt zu mir. Ja, komm, essen. Gesundheit ist voll, sehr schön. Moment, da hinten war eine Truhe und irgendwo da links war eine Truhe. Die nehmen wir natürlich erstmal eben mit. So, sehr schön. Die kriegt man nämlich selten, die Dinger. Diese Zahnrädchen. Ne, die Truhe, die ist hier unten drunter. Ach, das ist ja doof. Ähm.
Hat aber auch keiner von denen hier den Schlüssel. Die stehen mir hier alle zu nah beieinander irgendwie. Ich meine, klar, ich kann natürlich jetzt diesen Angriff machen, aber bringt mir das was? Weil ich brauche ja eigentlich was, womit ich den Schlüssel kriege. So, da kommen wir natürlich nicht rein. Das ist ja eigentlich unser Zielort. Können wir da irgendwie weitermachen? Ich weiß es nicht. Ist auch kein Schlüssel. Moment. Nee, der zeigt mir aber den Raum hier an, oder? Ah, das war jetzt nicht das, wo der Schlüssel war. Und das sind eigentlich die Wachen, die außerhalb stehen. Das heißt, die werden auch keinen Schlüssel haben. Da ist aber noch etwas, was leuchtet. Na komm, geh doch ein Stückchen. Oh. Ups, den wollte ich jetzt nicht. Einsammeln. Ah, komm, einsammeln, einsammeln. Mach. Schatz geborgen, Rätsel. Jo. Wollte ich nicht, aber egal. Oh, der kommt jetzt natürlich auch noch gerade nach hier. Du tauchst schon wieder auf. Nee, ich bin schon weg. Komme ich denn jetzt hier eigentlich wieder hoch? So. Weise mir den Weg. Es ist halt blöd. Früher war das irgendwie schöner. Da hinten. Ah, halt. Dreh dich um. Dreh dich um, du Sau. Da hinten ist mein Ziel. Haha. Okay, jetzt kommen wir der Sache schon mal ein bisschen näher. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkam, aber gut, dass der erstmal weg ist. Gut. Ich glaube, das ist aber unten auch. Was ist das denn hier eigentlich? Leuchtet doch noch was? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Wurfmesser. Ach so, naja, gut. Hier ist nochmal ein bisschen Geld. So. Schauen wir mal. Irgendwo hier hinten ist der Schlüssel. In 16 Meter Entfernung. Aber bei wem? Bei dem da oben? Ich glaube ja, ne? Oh, geh doch einfach da drauf. Junge. Alter, ist das so schwer zu springen. Komm ich nicht hoch? Doch. Ach, der ist da unter. Nee. Warte mal, hier ist der Schlüssel. Auf jeden Fall muss ich den hier platt machen. Frage ist, wie viele von denen sind jetzt hier auf der Etage? Ist doch eigentlich nur der eine, oder? Oh, Alter, ernsthaft. Wir machen das anders. Wenn er da gewesen ist, lasse ich mich da runter. Aber mit 2x B. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Nur das Problem ist halt, unser Assassine hat es nicht so mit B. Dieses Runterlassen mag er nicht so. Oh, ich wusste es. So, das ist, damit du mich jetzt hier nicht beim Einsammeln störst. Und wir können einen Schlüssel mitnehmen. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder nach vorne. Ich würde ja am liebsten jetzt hier wieder alle kaputt machen, aber... Ja. Springen einfach darüber, kein Thema. Wir haben es ja nicht so, damit so zu springen, wie du sollst, ne? Warum ist jetzt kein neuer gekommen? Nein. Geh doch darüber. Einfach drüber. Genau.
Man drückt 20 Mal auf das A. Beim 21. Mal hat er es kapiert. Wie wunderbar. Ach ja. Controller halt, ne? So, ich hoffe jetzt nicht, dass der Typ mich jetzt hier mal erwischt. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte, wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Tja, den Weg rauszufinden, das ist nicht unbedingt schwer, aber wo sind die beiden jetzt? Entkomme dem Befehlshaber. Ich find's halt doof, weil ich habe jetzt gedacht, dass wir den jetzt töten müssen oder so. Ja, ja, ja. Okay. Oh, lass mich da bloß nicht drüber springen. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. So, Fulad, Fulad, wo ist der? Der ist auf der Seite. Ja, ich sage ja, da zu entkommen, das ist nicht unbedingt, ne? Da wir ja die meisten Wachen in der Regel immer wieder niedermetzeln, ist das weniger das Problem. Das war aber auf dieser Seite hier, glaube ich, oder? Och, geh weiter, komm. Hallo. Dann spring einfach. Ist mir auch egal, aber beweg dich jetzt bitte. Ich will nämlich zum Ziel abkommen. So. Ja, schade. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, nicht ganz gehofft, weil ich die halt nicht so mag, diese größeren. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir da gegen die beiden jetzt kämpfen müssen. Oder die ausschalten müssen, besser gesagt. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Das kotzt mich so an. Muss ich jetzt hier wieder irgendwo ein Loch in der Wand finden, damit ich auf die andere Seite kann. Weil die Mauer, nicht die Wand, gesperrt ist als Sperrgebiet. Ach ja, ich liebe es. was ist mit euch? Hier darf ich durch. Hier standen gerade so viele Wachen. Hier stehen überall so viele Wachen. Was ist mit euch los, Leute? Genau, Bewegung bitte. Der eine, das Ziel ist weiter weg. Oh, Moment. Rüstung. Konnten wir da noch was machen? Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich glaube nicht, oder? War das Schauen nicht voll? Schauen wir mal, was du hast. Vieles ist frisch reingekommen. Mhm.
Mehr Schutz ist immer eine gute Investition. Ah, nee, ich hab das Ding immer noch nicht. Ah, okay. Ist das alles? Ja. Ich muss aufbrechen. Beehre uns wieder. Ich hätte halt gerne die 100%, ne? Aber es geht nicht. Ich weiß nicht, wo ich endlich nochmal ein so ein Ding herkriege. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Muss ich jetzt oben drüber klettern, Leute? Echt jetzt? Ach, komm schon. Klettern bald von oben da rein. Moment, da ist der Eingang. Zack. Es geht schneller, als da jetzt von außen irgendwo einen richtigen Eingang zu finden. So. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar. Ich weiß nur, dass er nicht in Ashakia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Ja, super. Das wollte ich übrigens auch gesagt haben. Wir müssen wahrscheinlich erst die zwei kleineren Fälle machen, damit wir an den großen kommen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt schon der große ist, der in der Mitte ist. Oder der, die das große. Wir wissen ja nichts darüber. Ne? Kann ja theoretisch auch eine Frau sein. Wäre dann wahrscheinlich die große Überraschung. Das Oberhaupt, also der Kopf der Schlange ist eine Frau. Oho, oho. Ja, wir neigen uns so langsam dem Ende zu, aber, nehme ich zumindest an, weil, ne, wenn man guckt, was wir ja alles schon so weit geschafft haben, was ist mit dem? Achso, das war ein Nebenziel, oder? Ja, das war so ein kleines Nebenziel, was wir noch machen konnten. Das war, das DLC, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und ja, ansonsten, wir müssen auch nochmal zur Kammer, aber da muss ich dann erstmal genug finden, dass wir die einsetzen können. Da werde ich dann wahrscheinlich was zusammenschneiden.
Münzen, glaube ich, findet man ja immer, ne? Nee, Scherben waren das, genau. Dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich dann erstmal nachgucke, ob ich schon was machen kann. Weil zwei müsste ich, denke ich, mir mal auf jeden Fall haben. Dass wir die dann schon mal einsetzen und dass ich danach dann nochmal sammeln gehe in den verschiedenen Gebieten und das dann allerdings offline mache und dass wir dann nochmal dahin gehen und dann hoffentlich das Geheimnis der Kammer enthüllen können, wenn es nicht einfach nur, ja, die drei, also die Rüstung und halt die Waffen sind, wovon ich eigentlich ausgehe. So, tötet den Strategen Yasuo. Ist der das ist der dickere, ne, von beiden. Und das ist der überhebliche, glaube ich, ne? Nadir könnte sich im Hafen aufhängen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer ist. Ich würde sagen, wir verfolgen erstmal den unteren. Das sind ja so meine Hassgegner. Ne? Die so ein bisschen stämmiger aussehen. Das sind ja die man immer so scheiße nur bekämpfen kann. Also ich finde es wirklich Mist. Die anderen, die kann ich ganz gut mittlerweile bekämpfen. Aber mit denen ist das so eine Sache. Kann ich hier noch irgendwas machen? Kann ich mit dir noch kurz... Willkommen, willkommen. Der labert mich ja die ganze Zeit voll. Habt ihr neue Werkzeuge ersonnen? Das ist mein Angebot. Dass ich hier irgendwas... Freischaltbare Hilfsmittel, null. Toll. Setze deine Fertigkeitspunkte ein, um neue Hilfsmittel freizuschalten. Blasfall, Rauch... Was ist denn das hier eigentlich gewesen? Achso, Lärmer. Aber kann ich nicht, weil... Hab ich nicht. War's das? Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der immer wieder sagt, ich soll dahin. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Oder der sagt mir das... Naja, damit ich das verbessern kann wahrscheinlich, ne? Ich will aber meine Rüstung verbessern. Ich weiß nicht, da brauche ich, glaube ich, auch die Dinger für. Ja. Erhöhte Nutzung, effektiver... Oder man kann es weiter werfen. Wir könnten auch theoretisch direkt den zweiten freischalten. Dann verlieren die Verteidigung. Zum Beispiel. Halt, Moment, was stand da gerade? Achso, das waren die Wurfmesser. Ja gut, die sind... Das bringt mir eh nichts, ne? Vergiftet Gegner, schwere Klinge. Leichte Klinge. Der Reichweite und Schaden erhöht. Ja, aber ich arbeite eigentlich nie mit denen. Sonst noch was? Nee, ich verbessere auf jeden Fall meine Rüstung. Meinen größten Dank. Auf bald. Wie lief denn jetzt gerade hier schon wieder rum? Ach, das ist der eine gewesen. So, ich hoffe, das waren Wurfmesser. Das hatten wir schon gelesen, da hat sich nichts erneuert. Und du handelst nicht mit mir. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann irgendwo vor dem Gebäude, denke ich mir mal, treffen, wo Yasuo versteckt ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.